Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge und wir sind natürlich wieder hier bei unserer süßen Sky mit ihrer Verlobten Carla, auch wenn es bei denen gerade nicht so gut läuft. Das erste, was ich hier in dieser Folge erledigen muss, ist, dass ich die Deko abnehme, denn das Weihnachtsfest ist ja vorbei. Auch wenn es für unsere Süßen natürlich nicht so schön war, wie man das sich hätte wünschen können. Hallo? Oh, ich kann mit ihr, glaube ich, nicht draufklicken. Das ist das Problem. Ja. Okay. Und ich muss den Baum hier entfernen. Weil den brauchen wir logischerweise nicht mehr. Jetzt ist es bald Zeit für das Kind und die Geburt. Wir sind schon bald soweit. Und ja, ich bin sehr gespannt, was die Zukunft so bringt. Oh, und ich kann es kaum erwarten, bis die beiden frisch gebackene Mütter sind. Aber wir wissen ja, was wir hier am Anfang einer Folge immer tun müssen. Anfang eines Tages am besten. Und ich drücke, es ist die 41. Die kommt mir nicht bekannt vor, das klingt schon mal gut. Die 41 ist, kauf dir eine Eismaschine und gönne dir direkt eins. Okay. Eine Eismaschine. Habe ich schon ewig nicht gekauft in meinen Sims-Häusern etc. I don't know, es ist halt einfach was, was man einfach nicht so kauft, ne? Irgendwie ist die Aufnahme eben ein bisschen, also hat aufgehört einfach random. Deswegen weiß ich nicht, was sie dann jetzt genau noch gesehen hat. Auf jeden Fall habe ich die Eismaschine jetzt erstmal hier hingestellt. Und ja, sobald Sky nicht mehr besessen ist, wird sie sich dann ein Eis holen, weil solange wie sie besessen ist, kann man ja nichts mit ihr auswählen. Eis herstellen. Okay, was machen wir denn? Pure Perfektion. Das klingt doch nice. Let's go. Ich kann gar nicht fassen, dass sie einfach heute wahrscheinlich entbinden wird. Wow. Dann muss ich nochmal eure Liste öffnen, wie denn der Name des Kindes sein könnte. Man benutzt dieses Item so selten, aber eigentlich ist es schon süß. Not gonna lie. So, und da ist es, glaube ich... Ah, nee. Ich dachte, es wäre schon fertig. Das sah erst so aus. Okay, dann macht sie halt noch ein bisschen was. Oh, Carla ist auch schon da. Ist natürlich immer noch sehr wütend. Aber sie ist trotzdem noch verliebt in ihre süße Maus. Oh. Also, ihr geht es auf jeden Fall schon besser mit der ganzen Situation. Ich denke, das drüber reden hat auf jeden Fall schon geholfen. Ich meine, sie steht auf, sie isst erstmal einen Keks. Same. So. Der Karton befindet sich in ihrem Inventar. Dann schauen wir mal. Dann stellen wir das nämlich einfach mal hier hin. Und dann Garnitur auswählen. Machen wir Erdbeeren. Und als Topping machen wir Streusel. Und dann nimm dir ein Hörnchen. Kann man das Eis in den Kühlschrank stellen? Ja, perfekt. Oh. Sie hat es jetzt in einem Biss einfach aufgegessen. Was mit ihr? Aber gut. Ich meine, eigentlich ist es wahrscheinlich nicht so gut, dass sie jetzt schwanger nochmal arbeiten geht, aber scheiß drauf. Ich glaube auch nicht, dass im Militär das dann so geregelt wird, dass das so, dass die da so zurückgenommen werden dann. Aber ja, es wird schon in Ordnung sein. Sie ist ein Vampir. Sie ist einiges. Ja. Sie ist einiges gewohnt, sag ich mal. So, 568 und 568. Yay. Sie hat Heißhunger auf gesundes Essen. Das ist auch irgendwie ein bisschen wild. Das Laufband und die Videostation habe ich übrigens irgendwie vergessen. I don't know. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt noch besitzen oder nicht. Nee. Oh, und das habe ich auch nicht platziert. Gartenfreund. Das andere habe ich anscheinend verkauft. Das ist dann jetzt anscheinend einfach so. Ich will aber auch nur eine so eine Vitrine aufstellen, wenn dann überhaupt. Okay, die muss ich hier auf den Boden legen und dann gleich da rein tun. Und diese Rose möchte ich auch haben. Aber, wohin? Oh, stimmt, hier oben kann man die ja auch hinstellen. Ja, das würde ich dann wegmachen. Ich weiß, es gehört Carla und vielleicht ist es ein bisschen disrespectful, aber einmal reicht. Also, no front. Und ich würde das gern schwarz machen. So, sie geht ein paar Runden schwimmen, um ihre Fähigkeit zu erhöhen.
hat ihr Level ja noch nicht so hoch. Sky. Okay, Sky ist gar nicht so viel besser als ich, als Carla. Ich dachte, sie wäre höher. Ist aber auch wild, dass sie denselben Beruf und so haben, ne? Sowas hatte ich auch noch nicht in Sims tatsächlich, wenn ich gespielt habe. Dass ich beide Sims denselben Job machen lassen habe. Hier, Runden schwimmen kann sie nämlich als Schwangere auch gar nicht. Hm. Das ist immer ein bisschen blöd. Oh, sie ist gereizt wegen ihrer Schwangerschaft. Wild, wild. Hier, spritzt sie nass. Nein, sie geht. Habe ich vergessen, das hier einzupainten? Hallo? Das geht aber nicht. Oh, oh. Hä? Wieso habe ich dafür Geld bekommen? Wild. Vielleicht wäre es mal sinnvoll, wenn wir mal was Vernünftiges kochen würden. Oh, Carla ist noch gar nicht so gut im Kochen. Na gut, dann kann sie ja trotzdem aber mal ein paar Grillkäse machen. Okay, sie hat auf jeden Fall die Küche nicht in Brand gesteckt. Das ist sehr gut. Oh, Sky geht zu Carla und möchte sie küssen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Oh, sie lässt es auf jeden Fall wieder zu. Das ist süß. Oh. Man kann jetzt nochmal die Treue versprechen und das würde ich auch auf jeden Fall anwählen. Und dann könnt ihr über Babyzimmer-Deko reden. Carlas Partner sagt, dass man nicht wieder mit dem anderen Technik Metal machen wird. Worte, um sie zu beschwichtigen oder ernst gemeint. Carla möchte an diese Beziehung glauben. Oh. Die Wehen haben eingesetzt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann mal. Let's go. Wir gehen natürlich mit. Und wir nehmen natürlich Carla mit. So, ich habe schon mal euer Zeug zusammengesucht. Also eure Kommentare. Dann schauen wir gleich mal. Einige haben geschrieben, ja, wenn es ein Vampir wird, so wie Sky, dann so und so nennen. Ich kann das natürlich jetzt als Baby noch nicht nachschauen. Deswegen schaue ich erstmal. Ich habe mich noch nicht entschieden. Zumal ich ja das Geschlecht noch gar nicht weiß, ne? Aber wir schauen gleich einfach mal. Sie hier im Badeanzug so, ja, let's go, ich bin schwanger. Sie geht schon mal vor. Ich denke, dass es jetzt soweit sein wird. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Oh Gott. Carla, mal ganz schnell hier hinkommen. Marvin Myers ist auf jeden Fall nur Praktikant. Das hatte ich letztens auch, dass die so geteepost haben. Beim Kind austragen. Das ist ein bisschen wild. Why? Sie ist einfach komplett überfordert mit allem, ey. Das Spiel ist überfordert. Hallo, kannst du bitte bei mit der Geburt deines Kindes dabei sein? Vorelterliche Panik. Ja, Pech, Alter. Kommen Sie ran. Ein Mädchen! Oh, ich find's süß, dass es ein Mädchen ist. Not gonna lie. So, wie ich schon gesagt habe, kann ich jetzt nicht gucken, ob es ein Vampir ist oder nicht. Das kann ich erst, wenn es dann erwachsen ist. Also... Was, ihr wisst schon, wenn es ein Kleinkind ist. So, Dillian und Moon. Also ich denke halt, dass Dillian ein Jungenname ist. Aber ich finde, das klingt... also Moon ist eigentlich ganz süß. Gerade so als Kind von einer Vampirin so. Elodia ist auch ein echt, echt schöner Name. Weil das halt Glück heißt und das passt halt zu der Lucky Legacy Challenge so, ne? Und hier ist halt das, ja, Moonlight, wenn es auch ein Vampir wird. Und sonst Jelly oder Novali. Ja. Also ich würde actually sagen, wir nehmen erstmal Moon. Finde ich nämlich sehr, sehr schön. Wenn ihr nicht einverstanden seid, könnt ihr das ja auch immer noch schreiben. Also hier steht ja auch Moonlight. Also wenn es ein... Wenn wir sehen, dass es ein Vampir ist, können wir es ja auch nochmal ändern. Aber ich würde halt das erstmal Moon nennen, weil ich finde, das klingt schön. Ist ein bisschen ausgefallen natürlich. Aber ja, ich finde, das passt halt zu uns. Das Baby heißt Moon. Es ist ein Kind. Yay! Das Baby hat auf jeden Fall richtig Bock, wie man sieht. Yay! Wir haben ein Kind! Wir müssen mal gucken. Steht da jetzt schon, wann das Geburtstag hat? Das ist gleich morgen wahrscheinlich, ne? Jo, es hat morgen schon Geburtstag. Wild. Kurzer Zeitspanne und so, ne? Das ist halt
alles sehr stressig, was hier abgeht, aber ja, damit muss man halt rechnen, wenn man das halt so alles macht, dies, das, ne? Die Geburtsurkunde würde ich, glaube ich, im Zimmer erstmal aufhängen von der Kleinen. Carla ist irgendwie saumüde, also ich meine, sie musste auch arbeiten und hat jetzt natürlich das mitbekommen, grundsätzlich mit der Geburt und so, aber ich meine, ich frage mich halt, also in dem Sinne hat sie jetzt nicht so viel geleistet, wie Sky, aber ja, I don't know. Ich denke, das Kind wird jetzt gleich aufwachen, weil normalerweise hat das immer direkt Hunger, wenn man gebärt. Deswegen kümmern wir uns am besten direkt einfach mal drum, bevor es dann wieder anfängt zu schreien. Das erste Mal stehen. Und sie ist so happy. Süß. Kann sie das Kind auf jeden Fall noch liebkosen. Sky kann sich danach maybe nochmal um die Staffelpremiere kümmern. Wenn sie da Bock drauf hat. Ich möchte eigentlich den Geburtstag erst im nächsten Part feiern. Das heißt, ich werde heute auch nur diesen einen Tag spielen. Weil, ja, sonst finde ich es halt einfach irgendwie unpassend. I don't know. Weil ich will halt nicht direkt das Kind dann umstylen in dem Part, wo es auch geboren wurde. So, wisst ihr? Also, das ist halt irgendwie komisch. Deswegen würde ich jetzt erstmal hier schon mal diesen Part beenden. Und dann beim nächsten Mal feiern wir dann den Geburtstag von dem Kind. Und schauen mal, was das Ganze dann wird. Heute ein viel fröhlicher und entspannterer Part als letztes Mal. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das hat mir auch das Herz gebrochen, dass das alles so passiert ist und so. Und ich finde, die beiden haben das jetzt auch verdient, dass sie jetzt glücklich ein Kind zur Welt gebracht bekommen haben. Wie gesagt, eure Meinung zu dem Namen Moon und eventuell Moonlight, wenn es dann ein Vampir ist, schreibt es mal in die Kommentare, damit ich dann Bescheid weiß, ob ich das dann noch ändern muss. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!